Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ja, Diebe greifen an, Banditen greifen an, wir haben wieder alles Mögliche hier rumkreuchen und fleuchen an entsprechenden Ungemach. Ich schau mal gerade, wo die sind. Hier, okay. Da sind auch welche. Waldläufer sind aber auch hier. Okay. Angegriffen da, okay. Träger, Waldläufer, das ist okay. Da haben wir einen weiteren großen Eber der Entschlossenheit. Moment mal, ich habe den einen, der da im Bau. Moment, der ist fertig, ne? Der ist tatsächlich fertig. Es sind aber zwei, deswegen 50%. Alles klar. Ich verstehe. So gehen die daran. Alles klar. Also die, ne, es wird immer nur, ne? Also wird also die Zahl, die gesamte Anzahl der Eber, die da zu bauen sind, die wird genommen. Und daran misst sich das dann mit der Fertigstellung. Okay. Stein, Kalkstein. Hier habe ich Kohle. Hier ist sogar wieder ein bisschen Eisenerz. Das ist cool. Folgendes. Wir haben das. Ach, das ist der kuriose Bazar. Ah, da war ja auch noch was. Versorge Außenposten, das ist einmal der kuriose Bazar. Der will Feuerholz und Hasenfleisch. Okay. Genau, hier haben wir das Problem mit den Schemen. Da haben wir das Diebeslager. Okay. Stein. Und so, Leute sind eifrig dabei, dieses Gebiet hier für uns zu erschließen. Das ist unsere Grenze, da ist die Grenze des Nachbardorfs. Moment. Ich habe nur einen Wachposten in dieser Art. Das andere sind wieder Waldläufer, die ich auch nun mal leider brauche. Aber folgende Überlegung. Erkundung. Wir bräuchten noch einen weiteren Wachturm. Ja, wir bräuchten so viel. Es ist Maria und Josef. Das mit den Wegen wird heftig. Ich muss da anders vorgehen. Erstmal eine Holzfällerhütte. Ich setze hier mal eine Holzfällerhütte hin. Vielleicht besser sogar zwei. Da fängt der Ärger schon an. Ich kriege keine zweite hin. Moment, aber ganz kurz was. Das war ja ernst. Haltet mal kurz die Klappe da, ihr Banditen und Diebe, gebt mir auf den Keks. Ich gehe nur hier hin. Okay. So, Moment. Wenn die dann da soweit sind, die sollen erstmal klar alles abholzen, was irgendwie. Nee, Entschuldigung, der was. Hier alles niedermähen, bitteschön. Wo war die zweite da? Ja, ich tue mich da mal. Hier alles niedermähen. Und damit das auch wirklich klappt. Und ich nicht irgendwann da stehe im nackten Hemde. Brauche hier Lager. Wenigstens zwei, vielleicht sogar noch mehr. So, Holz, genau. Einmal Nadel.
Buchholz. Ich glaube, hier ist beides, ne? Hier ist Nadel und Baum, Baumholz, ja klar. Laubholz vorhanden. Mein ich gesehen zu haben. Laubholzstämme. Laubholz. Aber hier ist auch Nadelholz. Ja, ja, genau. Rupf da mal alles weg. Demnächst. Ja, ich muss hier, tut mir leid, ich muss ja jetzt hier mal so ein bisschen Schritt für Schritt rangehen. Ich will es hier auch nicht, ich will auch Dinge hier nicht übers Knie brechen. Das ist ganz einfach so. So, Moment. Kriege ich aber trotzdem hier vielleicht noch einen Wachposten hin oder geht das gar nicht? Also für so einen Wachturm. Nee, hier geht nichts mehr. Hier würde es gehen. Frage, kriege ich da einen Weg hin? Hier würde es unter Umständen auch gehen. Und auch hier wieder die Frage nach dem Weg. Vor allen Dingen, ich muss ja auch da oben irgendwie lang. Ne, sehe ich jetzt gerade, da muss ich auch drauf achten. Heiliger Klabautermann. Ich würde hier einen hinkriegen und wenn ich da ganz geschickt bin, kriege ich da vielleicht auch noch, sogar noch einen Weg hin. Moment, ich probiere das mal einfach mal aus. So, also Weg. Das würde gehen. Und dann käme ich hier noch weiter, wenn das erforderlich ist. Ich mache das erstmal so. Ja, auch wenn der Weg jetzt erstmal nirgendwo hinführt. Also, ich habe das erstmal so geguckt, ob das überhaupt irgendwie klappt. So, wir bräuchten Eisenlanze. Was braucht der? Eine helle Bade. Okay, da sind wir weit von entfernt. Ich würde ganz gerne hier so eine Veteranwache unterbringen. So 10 Stück wenigstens. Dann schauen wir mal weiter. Das heißt, die würden ja auch hier rekrutiert werden. Bist du mit irgendwas beschäftigt? Glaube nicht. Dann mach bitte mal so 10 Eisenlanzen. Okay. Kohle wurde entdeckt. Das ist sehr schön. Du wirst angegriffen. Das ist nicht so schön. Lässt sich aber nicht immer vermeiden. Die Holzwerkstatt, also die beiden Holzwerkstätten sind fertig mit was auch immer. Abenteuergilde. Da tut sich nichts. Ich wollte das nur mal ausprobieren nochmal, aber da ist Tote Rose. Die werden einfach nicht rekrutiert. So, Draufgänger, alles klar. Draufgänger. Habe ich entsprechende Materialien? Ja, dann würde ich sagen, komm, wir machen nochmal 10. Von den Waldläufern, weil ich habe ich. Ich habe ich da entsprechendes, ja, dann würde ich sagen 10 hiervon. Und wenn es soweit ist, 10 von den Kollegen, das wird allerdings noch ein bisschen dauern, glaube ich. Entsprechende Kettenrüstung ist da. Alles andere muss warten. Wie sieht es hier mit der Produktion aus? Zehn. So. Oder warte. Nee, ich mache hier mal 20. So. Cool. Bergbau. Kohle. Eisentagebau. Wo seid ihr überall und habt ihr noch was zu tun? Der ist tot, aber der ist schon länger tot. Der ist
noch nicht tot. Der hat auch noch ein bisschen Eisen, das ist cool. Der ist relativ neu dabei. Also mit Eisen sind wir erstmal noch versorgt. Könnte besser sein, ganz klar, aber naja, gut. Ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Okay. Stein, Eisen, Erz, genau. Okay. Sehr schön. Hier habe ich Banditen rumexistieren. Wie viele Leute habe ich hier? Das sind Waldläufer, weil ich hier irgendwo Diebe auch hatte. Irgendwo war da was. Und da habe ich 10 von. Boah, das ist in Ordnung. Zur Not könnte ich aber auch hier hingehen und die 10 Waldläufer in entsprechende Wachen umswitchen, wenn es denn erforderlich sein sollte. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, mit dem Banditencamp sollten hier die Leute fertig werden. Da bin ich relativ von überzeugt, dass das klappt. So, vorsichtshalber, zurück zum Spiel. Let's go. Mach da mal euren Job. So viele Banditen sind das auch gar nicht mehr. Ich sehe ja gerade mal 2 noch rumexistieren. Kann das sein? Jetzt kommen sie alle an. Soldaten und Waldläufer stürzen sich in ihr Verderben. Ich hoffe nicht. Ins Verderben. Ist es wieder so komisch. Tja, das nenne ich mal kurz und schmerzlos. Sehr schön. Dann könnt ihr wieder zurück. Moment. So. Dann brauche ich diese Waldläufe aber nicht mehr. Dafür gehe ich auf Wachen. Glaube, das ist ganz gut so. Einen Moment. So, habe ich da irgendwo ein Pinork hingesetzt? Ich sehe die immer nicht. Oder irgendwie läuft das komisch. Grenzsteine sind unterwegs, sag ich mal so. Ja, egal, dann setze ich den jetzt den entsprechenden Pinoik. Moment, einen Augenblick, dann würde ich sagen, da ist dieses Teil. Dann kämpft euch mal in diese Richtung vor. Und die Leute, wenn die denn dann irgendwann mal soweit sind. Interessant. Nee, ich glaube auch nur die hier. Die anderen hätte ich ganz gerne in der anderen Abteilung da. Wenn die dann irgendwann mal soweit sind, die hatte ich da, dann sollen die sich hier so in diese Richtung austoben. Ich glaube, da sind sie auch schon dabei, die einen, zumindest die anderen da. Gut, gucken wir mal. Das soweit dazu. Dann sind die schon mal versorgt. Totschlagen. Ich verliere so ein bisschen die Übersicht. Das ist ganz einfach so. Ich weiß im Augenblick gar nicht so. Hä? Ah, hier sieht man mal so ein Pinoik. Sehr gut. Die sind auch eifrig damit beschäftigt, hier entsprechend das Gebiet zu vergrößern. Okay, das sieht gut aus. Ja, dann bitteschön hier so die Richtung. Hier gibt es Kohle, hier gibt es Eisenerz ein bisschen, das ist ja schön.
und hier gibt es jede Menge Holz. Ich würde sagen, gleiche Vorgehensweise wie vorhin schon, wo wir da waren. Ich würde ganz gerne... Oh mein Gott. Kriegst du nichts hin? Guckt euch das mal an. Das ist doch nicht wahr. Und wenn man was gebaut bekommt, dann weiß man nicht, kriege ich da den Weg überhaupt frei? Was soll denn sowas? Ich setz die mal. Weiß mir nicht anders zu helfen. Ich setz die mal hier hin. Guckt euch mal da an, das ist ja. Okay, immerhin, das geht. Kriegst sogar noch einen zweiten hin. Das ist sehr gut. So. Abholzen. Alles, was hier ist. Abholzen. Na. Alles, was da ist. Erstmal. Lager. Lager, Lager, Lager. Vielleicht ein großes. Ja, kriege ich wahrscheinlich nicht dahin. Eins, zwei. Eins, zwei. So. Ich sehe wieder beide Baumarten. Insofern einmal bitte hier jenes. Und da bitte schön dieses. Ich kann natürlich auch noch ein Sägewerk dahinsetzen, aber... Ich will ja hier keinen nachhaltigen Holzbau-Produktion starten, sondern die sollen das nur wegruppen. Und insofern macht das für mich jetzt keinen Sinn, da jetzt ein Sägewerk hinzusetzen, weil das wäre, würde dann irgendwann ja keine Ressourcen mehr bekommen halt, ne? Weil. Ja, weiß ich nicht. Ich kann das immer noch dahin setzen. Die sollen erstmal wegholzen. Ne? Und wenn dann hier sehr viel Holz ist und das nicht irgendwie anderweitig abgebaut oder verwendet wird und ich den Platz habe, dann kann ich da immer noch ein Sägewerk hinsetzen, dass dann zumindest die Vorräte dann irgendwie da weg sind. Wie auch immer. Ja, und ja, meine Herren. Ich kann ja hier nichts abbauen. Warte mal, oder vielleicht geht's doch. Berg. Wenn ich das hier versuchen würde, beispielsweise Eisen abzubauen. Eisenbergwerk würde ich hier hinkriegen. Kriege ich da auch einen Weg hin? Ja, mit sehr viel Glück. Egal, geht auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal nicht verkehrt. Immerhin. Das ist cool. Dann kann ich hier Eisen abbauen. So. Sehr gut. Da ist auch noch Silbererz. Da haben wir Kohle. Dinge, die wir dann später entsprechend in Angriff nehmen. So. Sehr gut. Dann ist die Eisenversorgung diesbezüglich wäre dann schon mal gesichert. Das erfreut mein Herz, weil wir brauchen Eisen sehr dringend. Okay, das ist der Nachbar. So, da haben wir die Diebe, da haben wir die Schemen. Da haben wir den kuriosen Bazar, da muss ich hin mit meinen Leuten. Irgendwie muss ich da ankommen. Hier ist der Außenposten, da muss ich auch irgendwie hin mit meinen Leuten. Okay. Mit, ja, alles okay. Okay. Eisenerz, warte mal. Stein. Ich mach mal Folgendes. Ich habe hier so viel Stein.
ist Unsinn, das nicht zu verwerten. Steinbruch. Wenigstens ein Steinbruch. Vielleicht auch mehr. Gucken wir mal. Der soll sich hier austoben. Dann brauche ich aber nicht nur einen Steinbruch. Ich brauche auch einen Steinmetz. So, der hier Werkstein und Grenzstein. Wir brauchen ganz dringend diese Geschichten. Sonst kommen wir hier überhaupt nicht mehr voran. So, dann haben wir das schon mal. Vielleicht mache ich sogar einen zweiten Steinbruch. Was soll der Geiz? Holz und Stein, Moment. Genau. Wir haben genügend Steine hier rum existieren. So, der räumt da auf. Dann soll... So, ist richtig. Der hier so sich drum kümmern. Ja. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. So, machen wir das. Jo. Ja, ihr merkt schon, ne? Es ist gar nicht mal so einfach. Hier, die begreifen an. Gar nicht mal so einfach, jetzt hier so weiterzugehen mit dem Ausbau. Das müssen wir entsprechend in den Griff kriegen. Also ich hier, ne, bin ja gefordert. Ich sehe gerade, die Garnison hier hat ihre Grenze auch erreicht von dem, was man so machen kann. Gut, ich muss schauen, wie ich meine Leute einsetze, wie viele Leute ich wo brauche. Sprich also hier Wachen, Soldaten und alles andere in dieser Richtung. Wir haben dann noch so einiges vor. Wir müssen uns dann da um die Schemen irgendwann kümmern. Wir müssen uns ganz dringend um die Diebe kümmern. Die machen da Ärger ohne Ende. Und ich bin schon ganz froh, dass wir jetzt einiges an Ressourcen doch jetzt haben. Da, ne, wir haben jetzt Eisen entdeckt, das wir abbauen können. Wir haben einiges an Kohle, das wir nutzen können. Das klappt, glaube ich, ganz gut im Moment. Ja, schauen wir mal. Wir müssen uns unsere militärischen Kräfte entsprechend ausbauen. Sprich, wir brauchen Soldaten und was wir sonst noch so benötigen. Okay. Aufgaben für weitere Folgen, die da auf jeden Fall kommen werden. Wir werden uns hier auf dieser Insel wohl noch eine ganze Weile aufhalten und die ganze Geschichte weiter ausbauen. Schauen wir mal, was da noch so alles auf uns zukommen wird. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, für euer aller Support. Herzlichen Dank. Freut mich sehr, dass ihr mich hier unterstützt. Ich brauche auch diese Unterstützung entsprechend. Ich finde das sehr super, dass ihr hier die entsprechenden Folgen hier euch anschaut und auch zum Teil zumindest liked. Über mehr Likes würde ich mich natürlich freuen, wenn euch Dinge nicht gefallen. Dann dürft ihr natürlich auch disliken, ganz klar. Auch wenn es schmerzt. Aber auch ne, Dislikes, ne, klar, gehören dazu. Über entsprechende Kommentare würde ich mich natürlich auch freuen. Ich freue mich auch über Kritik, insbesondere wenn sie konstruktiv ist. Weil nur wenn ihr mir sagt, was euch nicht gefällt, kann ich dagegen was machen. Sofern ich dagegen was machen kann. Ja, es kann natürlich durchaus sein, dass ihr sagt, ja, du machst dieses oder jenes nicht so, dann, wenn ich das abstellen kann, mache ich das. Wenn ich das nicht abstellen kann oder vielleicht auch nicht will, mache ich das natürlich dann auch entsprechend, begründe es aber auch. Ne? Also, wenn ich was tue oder nicht tue, also die Dinge verlaufen nicht in den Sand oder so. Ich reagiere darauf entsprechend durch Kommentare oder durch Kommentare und Taten. Je nachdem. Ja, also das mache ich durchaus. Also scheut euch da nicht, euch entsprechend zu äußern, wenn ihr da meint, irgendwie mal, du machst da Dinge irgendwie vollkommen krumm und schief. Kein Problem. Man kann drüber reden und wie man immer so schön sagt, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ihr kennt das. Gut, ist aber genug. Ich danke erstmal für eure Unterstützung und für euer Dabeisein. Ich bin da sehr happy drüber. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in den nächstkommenden Folgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.